Kapitän Dietz, Sturmtank Rubesch, Schuster als blonder Engel im Mittelfeld. Der Bundestrainer könnte sich glücklich schätzen. Was empfinden Sie oder was haben Sie danach empfunden? Jubel, Freude, Erleichterung oder so etwas wie Genugtuung gegenüber Ihren Kritikern? Naja, ich habe, das muss ich ganz ehrlich sagen, das noch gar nicht so richtig erfasst, was man erreicht hat, was die Mannschaft erreicht hat. So das echte Gefühl der Freude, der Ausgelassenheit, die ist eigentlich noch nicht da. Vielleicht hält sie ja am 1. Januar 1981 in Montevideo Einzug, in der Partie gegen Weltmeister Argentinien. 1:0 für den Europameister, 41 Minuten gespielt in Montevideo. Horst Rubesch, hier noch einmal Hans Müllers Ecke. Und da steigt er und da sitzt der Ball. Mit einem Reflex schien Fiol noch an den Ball kommen zu können, aber ein typischer Rubesch-Aufsetzer. 23 Spiele ungeschlagen, bis heute längste Erfolgsspur in Deutschlands Länderspielgeschichte. Ich hatte als Journalist meinen ganzen Text fertig. Rubeys Kopfball schlug den Weltmeister. 87. Minute, Eigentor Kaltz, 1:1. Letzte Minute, Ramon Dias, Mittelstürmer Argentinien, 2:1 für Argentinien. Und ich saß mit meinem fertigen Text in Montevideo.